Ich weiß, eigentlich habt ihr heute was ganz anderes zu tun, zumindest wenn ihr dieses Video am Release-Tag schauen solltet, denn heute ist der zweite Teil der vierten Staffel von Stranger Things rausgekommen und außerdem auch noch die nächste Folge von The Boys. Also viele Dinge, die man auf jeden Fall anschauen könnte, aber wenn ihr noch eine Minute zwischendurch für dieses Video gefunden habt, dann viel Spaß mit der ganzen Sache, denn in diesem Video stelle ich euch einmal vor das Starter-Set von Stranger Things, erkläre euch ein bisschen was dazu, was ihr darüber wissen solltet, wenn ihr neu hier sein solltet und über Stranger Things hierher gefunden haben solltet, vielleicht auch, ob das was für euch sein könnte, um den Einstieg in D&D zu schaffen. Und los geht's! Bevor es losgeht, möchte ich Roll20 danken, dass sie dieses Video gesponsert haben. Stranger Things Dungeons & Dragons ist ein Starter-Set. Das bedeutet also, wir bekommen hier die Starter-Regeln, also die Dinge, die wir brauchen, wenn wir anfangen wollen, das Spiel zu spielen. Das heißt also, wenn ihr ein anderes Starter-Set schon haben solltet, weil ihr D&D-Spieler seid oder bereits angefangen habt, braucht ihr das hier nicht mehr unbedingt. Das hier ist also nur eine alternative Version, die ihr spielen könnt, und die findet ihr sowohl in der ganz normalen Boxform als halt auch im VTT, was ich euch heute zeigen werde in Roll20. Wenn ihr das Ganze also online spielen wollt in Roll20, seht ihr, bekommt das Ganze auf dem Marketplace für 15 US-Dollar und ihr könnt damit ein Modul anlegen. Ein Modul bedeutet also, ihr könnt es nicht integrieren in eine andere Kampagne, die bereits besteht, sondern müsst damit ein neues Abenteuer sozusagen aufmachen. Und ich erkläre euch noch ein bisschen mehr dazu, was ihr da eigentlich genau bekommt und wofür ihr das möglicherweise gebrauchen könnt. Ich finde es ganz cool, dass sie hier über Netflix mit Stranger Things Werbung für D&D machen. Das ist natürlich immer so gewesen, wenn die neuen Staffeln rausgekommen sind, dass der Peak hochging nach Suchbegriffen zu D&D und mehr Spieler dazugeströmt sind, was erstmal einen riesen Vorteil bietet. Man sieht auch, was sonst eher nicht auftaucht, Hasbro im Hintergrund, denen gehören die Wizards ja und die haben sich nicht die Ehre nehmen lassen, hier gleich mit drauf aufzutauchen, was ja sonst eher nicht zu sehen ist, aber Netflix hat natürlich sich hier oben auch mit verewigt. Das Bild selber stellt den Demogorgon dar, so wie er in der Serie dargestellt ist. So sieht der Demogorgon in D&D eigentlich nicht aus, aber für Stranger Things wurde das Ganze ja auch ein bisschen umgedeutet und auch da ist es ja nur so, dass sie das Wesen, das sie da treffen, Demogorgon nehmen, weil das gerade einer der Antagonisten ist aus ihrem aktuellen D&D-Spiel und sie das Ganze ja irgendwie nennen müssen und da möglicherweise Ähnlichkeiten im Verhalten und Auftreten sind. Vecna habe ich übrigens auch schon mal auseinandergenommen, das findet ihr da oben in der Infobox, wenn ihr euch das Video dazu anschauen wollt, wie der dargestellt worden ist in Stranger Things und wie der eigentlich zu verstehen ist auf Basis der Geschichte von D&D. Also gehen wir ein bisschen weiter runter, finden wir heraus, wir bekommen in diesem Produkt ein voll präpariertes Abenteuer. Das bedeutet also, wir bekommen ein Abenteuer mit Karten, mit Charakteren, mit NSCs, Monstern, allem, was wir brauchen. Und diese Karten sind auch mit Dynamic Lighting ausgestattet und allem drum und dran, damit wir sofort losspielen können und gar nicht selber vorbereiten müssen im Spiel. Vorgesehen ist das Ganze für D&D 5e, für den Starter Level 3. Es ist eine Kurzkampagne, man kann es also mehr als einen Abend spielen. Und es ist ein klassischer Dungeon Crawler, das darf man nicht vergessen an der Stelle. Es ist nichts super Kreatives also in dem Sinne, sondern es orientiert sich daran, wie D&D zu der Zeit, als Stranger Things gespielt worden ist, also in den 80ern. Und das bedeutet, dementsprechend sind wir noch in den Dungeon Crawler-Zeiten und das merkt man, wenn man sich das Abenteuer ein bisschen anguckt. Aber hey, wir kriegen den Stranger Things Flair mit. Was man hierüber allerdings auch schon rauskriegt, ist, es gibt nichts, was mit dem Compendium zu tun hat. Das heißt, die Sachen, die Regeln, die ihr hier bekommt, das sind alles SRD-Sachen, also Sachen, die man sowieso kostenlos bekommt. Kommt oder aber Dinge, die nur in diesem Modul abzurufen sind. Das heißt, sich das hier zu kaufen, um für andere Spiele daraus etwas ziehen zu können, wie zum Beispiel die Monster hervorzuziehen, das könnt ihr leider nicht, außer ihr würdet mit dem Modul das Ganze beginnen. Das würde aber auch bedeuten, dass ihr den ganzen Kram da drin habt, den ihr möglicherweise sonst nicht gebrauchen könnt. Aber euch bleibt ja auch immer noch die Option, Monster von der einen in die andere Kampagne zu holen, zumindest wenn ihr einen Pro-Account habt. Also, schauen wir mal in das Spiel rein. Im Spiel angekommen landen wir erstmal auf dieser Landingpage. Hier haben wir das gleiche Bild, das auch das Cover des Spiels darstellt und wieder diese Abbildung des Demogorgon und eines der Jungen, der dem gegenübersteht. Und das offensichtlich im Upside Down, so wie das Ganze hier aussieht. Also da, wo man eigentlich nicht hin möchte als normaler Mensch. Wir bekommen ein paar Karten an der Stelle der Hinweis. Ganz ohne Spoiler geht es jetzt hier einfach nicht weiter, weil ich euch ja jetzt ein bisschen was über das Abenteuer auch mitverraten werde. Deswegen werfen wir einen kurzen Blick da drauf. Die Karten, die ihr seht, ist einmal eine Token-Page. Wenn ihr auf diese Token-Page geht, dann seht ihr alle Monster und alle NSCs und auch die Spielercharaktere, die darauf abgebildet sind. Und die sind auch schon in der richtigen Reihenfolge und Größe angeordnet, so wie ihr sie im Abenteuer seht, beziehungsweise nach alphabetischer Reihenfolge. Und dementsprechend sind die schon angepasst mit Trefferpunkten, mit Rüstklasse und allem drum und dran. Dann haben wir eine Random Battle Map, die kann ich euch problemlos zeigen, denn die Random Battle Map, wie ihr sehen könnt, enthält einfach gar nichts. Das ist im Prinzip ein wasserklecksiges, mattes Blatt,
das kariertes Papier ist und auf dem ihr rummalen könntet mit Hilfe der Zeichentools, um eine Random Map darauf zu gestalten. Außerdem bekommt ihr zwei weitere Karten, etwas größer. Die sind dann jetzt also von den Machern selber gestaltet. Ich springe mal einmal kurz darauf und gehe direkt auf die dynamische Beleuchtungsebene. Was ihr jetzt hier also sehen könnt, ist, dass auf einer anderen Ebene, also der Token-Ebene bzw. der DDM-Ebene, weitere Monster hier angegeben worden sind. Dann haben wir eine Durchnummerierung. Das heißt, je nachdem, wo wir im Abenteuer sind, sehen wir also, wenn ihr Raum 6 betretet, dann bitte hier lesen. Wir sehen, dass dafür gesorgt worden ist, dass es hier sozusagen Sichtbarrieren gibt und Türen, die geöffnet werden können, um zwischen den verschiedenen Bereichen dieser Karte rum zu switchen und dass das Ganze dementsprechend fertig gestaltet ist. Es ist auf jeden Fall gut gemacht, so wie D&D-Produkte bzw. Wizards-Produkte jedes Mal sind. Man hat hier halt einfach die Optik genommen, die in der Serie auch vertreten wird. Und so ist das mit der anderen Karte auch. Die will ich jetzt aber nicht auch noch spoilern, nur dass ihr einfach mal einen Eindruck davon bekommt, wie das Ganze aussieht. Wir gehen also einmal zurück auf die Starter-Page, um hierüber nicht mehr weiteres zu verraten und schauen mal, was wir sonst noch so bekommen. Unser erster Blick geht jetzt mal einmal hierüber. Wir kriegen keine Kartenspiele, wir kriegen zwei Zufallstabellen allerdings dazu, aber auch keine Makros. Diese Zufallstabellen, die wir bekommen, sind einmal für den Doppelgänger und einmal für den Demogorgon. Das bedeutet also, wenn wir eine dieser Token rausziehen sollten, ich gehe jetzt mal hier bei dem Doppelgänger auf Token, dann landet der hier. Hier haben wir jetzt eine Abbildung dieses Doppelgängers. Ich ziehe ihn mal ein bisschen größer, dass ihr etwas mehr sehen könnt. So sieht der Doppelgänger also aus in D&D. Und wenn wir jetzt hierauf gehen, Mehrkant, und wir wählen eine andere Seite, dann sehen wir die zweite Seite, was sich hinter dem Doppelgänger also verbirgt. Um nicht weiter zu spoilern, man könnte jetzt so also einfach wechseln. Das Ganze machen wir jetzt nämlich mit dem Demogorgon einmal. Den Demogorgon kriegen wir nämlich einmal in der gezeichneten Variante unseres Spielleiters und dann kriegen wir ihn nochmal einmal, wie er aussehen soll für dieses Spiel und hier im Hintergrund genauso aussieht. So funktionieren diese Dinger. Die müssen uns jetzt hier an der Stelle aber nicht weiter interessieren erstmal. Wir gucken, was wir noch bekommen und bekommen wir nichts im Compendium, das war ja klar. Also muss alles im Notizbuch sein. Das Notizbuch öffnen, sehen wir erstmal die Roll20-Informationen. Das sind die Sachen, die in allen Spielen erstmal so drin sind. Die Modul-Shortcuts, Dankesworte, also der übliche Kram, wie man Roll20 einstellt und die Credits. Wir gucken diesmal einmal in die Credits rein, denn, wie man hier sehen kann, Netflix hat sich hier erst einmal verewigen lassen mit allem Drum und Dran, mit allen Rechten. Und dann sehen wir hier das Abenteuer Hunt for the Tessalhydra. Das heißt, ihr verratet jetzt auch nicht so viel, wenn man sagt, dass man diese Tessalhydra jagt. Mit dem Titel des Abenteuers ist geschrieben worden von Stan, also von der Kunstfigur Stan. Hinter diesen Namen verbergen sich dann aber auch noch Leute, die unmittelbar mit D&D zu tun haben. Ganz bekannt natürlich, vor allem auch Jeremy Crawford, der für das Regelwerk in erster Linie zuständig ist. Und viele andere Leute. Das heißt, wir haben hier also etwas von den Künstlern, von den Schauspielern selbst drin, die ja recht jung sind zu diesem Zeitpunkt. Und wir sprechen ja nicht davon, dass das gerade erst rausgekommen ist, sondern relativ früh nach der ersten oder zweiten Staffel irgendwann. Und wer alles mitgewirkt hat, um das Ganze durchzugestalten. Relativ viel Blabla, aber ich finde es ganz interessant, dass sie halt das Kunstwerk sozusagen der Schauspieler genommen haben und das dann wirklich umgestaltet haben. Das ist also was Echtes sozusagen. Und dann gehen hier die Starter-Set-Rules los. Wir kriegen also Regeln dafür, wie man das Ganze spielt. Und ich gehe auch hier einmal darauf ein, weil es ein bisschen besonders ist. Wir haben Artwork, was aus der Serie entnommen worden ist, also Screenshots aus den Serienfolgen. Wir kriegen eine recht jugendlich-kindgerechte Beschreibung vieler Dinge und einige Dinge werden halt auch in der Form beschrieben, als dass die Charaktere aus der Serie sich übereinander unterhalten bzw. miteinander austauschen und so nach und nach Regeln erklären bzw. plastischer machen, wie sie eigentlich funktionieren. Das heißt, ihr bekommt hier also ein bisschen Content dazu, wenn ihr die Serie schon mochtet und ihr wollt noch ein bisschen mehr von denen wissen, wie die reden, wie die Dinge erklären und sowas, könnt ihr es hier nachlesen in den Beispielen, um das Ganze griffiger zu machen. Und so zieht sich das eigentlich durch das ganze Buch durch. Wir kriegen die Basisregeln, die man braucht, also wie spielt man überhaupt, wie funktioniert Kampf, wie funktioniert das Abenteurer-Dasein, wie funktioniert das Zaubern von Zaubern für die verschiedenen Klassen. Wir haben die Spell-Lists für die 5 Klassen, die jetzt hier also mit dabei sind und dann auch die ganzen Spells. Die können wir allerdings hier immer nur nachlesen, alles Handouts, nichts, was wir also per Drag-and-Drop in einen Charakter reinziehen könnten, aber die Charaktere sind auch fertig erstellt. Dann kommt hier ein bisschen Appendix zu den Magic Items. Manche Sachen haben Bilder, andere nicht. Und zuletzt bekommen wir dann auch ein Monster-Appendix und Konditionen, also die Sachen, die möglicherweise einen Charakter erleidet, wie vergiften oder sonst was. Und dann geht das Abenteuer Hunt for the Tessalhydra los.
mit den Notes und allem drum und dran. Man verrät, glaube ich, nicht zu viel darüber, dass es natürlich ein bisschen was mit dem Upside Down zu tun hat. Das kann man sich ja vielleicht auch denken. Die anderen Charaktere bzw. Namen sind hier nicht allzu aussagekräftig. Wie gesagt, das ist ein klassischer Dungeon Crawler. Aber ihr seht, das Artwork ist da wieder mit reingezogen worden. Also so, wie die Sachen gemalt worden sind von den Protagonisten der Serie. Und das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ich finde auch die Notes to Myself, das Bild von Will, das in der Serie auch zu sehen gewesen ist, findet man hier jetzt also auch nochmal zu sehen. Auf jeden Fall gut gemacht. Dann kriegen wir die ganzen Monster-Stat-Blocks, die darin auftauchen bzw. auftauchen können. Das heißt, wir haben also hier schon ein Portfolio an Monstern, die wir verwenden können, die auch schöne Token bekommen haben. Wie gesagt, der Demogorgon und der Doppelgänger sogar mit wechselseitigen Token. Wenn wir die jetzt so also rausziehen würden, dann könnten wir dementsprechend so rumswitchen, wie ich das gerade gezeigt habe. Es sind einige Monster drin gelandet, ein ganzer Haufen Monster auch, die wir überhaupt eigentlich gar nicht im Abenteuer so drin haben, sondern für die Random Encounter. Da wurde noch ein bisschen was dazugegeben, aber es ist jetzt nicht wirklich eine gigantische Monstergruppe und auch jetzt nichts besonders Neues, außer natürlich der Tessal Hydra, die extra entwickelt worden ist. Die sind auch sozusagen extra entwickelt worden und die besondere Form des Demogorgons. Dann haben wir unsere Character Sheets hier, die fünf verschiedenen Charaktere, die Handouts mit allem drum und dran und eine Patch Note, die uns aber auch nur verrät, Version 1.1 Dynamic Lighting wurde da reingepackt. Jetzt fällt euch möglicherweise auf, gerade dann, wenn ihr durch Stranger Things reingekommen seid, das Ganze ist tatsächlich eine Basisbox, die auf, naja, der ersten Staffel sozusagen fußt, beziehungsweise auf der Geschichte um die Tessal Hydra und den Demogorgon und allem drum und dran. Und natürlich ist der Demogorgon auch noch nicht verschwunden, auch in der vierten Staffel nicht, aber Vecna zum Beispiel taucht hier überhaupt nicht auf. Das heißt, diese Starterbox wird nicht nochmal umgeskriptet und für die weiteren Staffeln angepasst, sondern ist auf Basis des Moments, als sie rausgekommen ist, sozusagen eingefroren worden und die Patch Notes verraten uns auch, dass auch jetzt nicht vorgesehen ist, beziehungsweise zumindest nicht umgesetzt worden ist, diese Sachen aus der Serie zu ergänzen. Wir bekommen also das von den ersten Staffeln oder der ersten Staffel und nicht über alle Staffeln hinweg neue Dinge. Und hier ist jetzt auch zumindest kein Update in der Form vorgesehen, zumindest nicht ersichtlich aus meiner Perspektive. Wer weiß, ob es irgendwann vielleicht ein weiteres Abenteuer geben wird oder so etwas, aber das ist dann wahrscheinlich keine Starterbox mehr, sondern ein eigenes Modul nochmal extra. Insgesamt ist das Ganze schön gemacht. Man bekommt ein nettes Dungeon Crawl Abenteuer. Wir bekommen das ganze Artwork mit allem drum und dran. Alles ist schön vorbereitet, sodass wir es sowohl spielen lernen können, als auch kennenlernen können, das System, wenn wir es noch nicht tun. Und wir haben hier also eine Möglichkeit, einen Einstieg in D&D zu gewinnen, gerade für die Leute, die Stranger Things total klasse fanden. Das bedeutet aber auch, dass wenn ihr bereits D&D-Spieler seid, dass ihr höchstens so ein bisschen vom Flair-Charakter um Stranger Things, naja, ein Abenteuer aus der Zeit mal nachspielen zu können, eine Option ist. Dafür könntet ihr aber theoretisch auch jedes alte Dungeon-Crawl-Abenteuer nehmen, wenn ihr noch irgendwo alte Bücher von D&D rumfliegen haben solltet. Es ist nicht super kreativ, sondern einfach nur schön angelehnt an die Serie. 15 US-Dollar ist, finde ich, nicht zu viel für eine Starterbox, völlig in Ordnung, um sich das Ganze anzuschaffen, einfach nur um, naja, das Projekt ein bisschen zu unterstützen, in der Hoffnung, dass dazu mehr passiert, auch ab. Absolut nachvollziehbar und es gibt definitiv schlechter investiertes Geld. Wenn ihr Fan von Stranger Things seid, dann probiert das Ganze gerne mal aus, weil es dann definitiv eine coole Erfahrung ist, mal zu versuchen, in diese Welt von denen einzutauchen und vielleicht noch ein bisschen was über die Serie hinaus dazu zu erfahren. Für den ganz normalen D&D-Spieler ist das hier, naja, sagen wir mal, eine Spielerei in einem Spiel. Also, was soll ich dazu sagen? Ich finde es eine coole, gelungene Nummer, die, naja, für Einsteiger geeignet ist. Wenn ihr mehr über D&D erfahren wollt, dann schaut mal da oben in die Playlist. Ihr findet außerdem in der Infokarte noch weitere Infos zu Roll20-Produkten, wenn ihr euch weitere Dinge da mal von mir zeigen lassen wollt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, großartige Abenteuer im Upside Down und wir sehen uns im nächsten Video.